Günaydın und Hoşgel Deniz zurück hier in dem wunderschönen Örtchen Kuşadası am frühen Morgen, Freunde. Wir haben jetzt gerade 7.30 Uhr und die Sonne ist ja mitten im Aufgehen sozusagen. Ich mache heute mit euch einen Spaziergang im Sonnenaufgang durch Kuşadası und zwar am Hafen entlang. Und mein Ziel ist heute, ihr könnt das vielleicht sehen, da oben auf dem Berg das Denkmal von Atatürk. Und dafür muss ich durch den kompletten Basar durch, durch die Favelas, durch diese steilen Stufen, hoch zu den bunten Häusern. Und ich bin gespannt, ob ich das alles so schaffe, wie ich mir das vorgenommen habe. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, mein Google Maps hier zu benutzen, weil mein Handy hier im Flugmodus ist, weil ich hier keinen Empfang habe. Ja, und ich hoffe, dass ich trotzdem den Weg finde und da oben gut ankomme. Momentan ist es noch sehr ruhig hier in Kuşadası. Ja gut, die ersten Müllwagen sind hier unterwegs und so. Aber ansonsten ist es wirklich noch relativ ruhig. Über Nacht hat wieder ein neues Kreuzfahrtschiff angelegt. Und zwar die Princess Cruises. Das ist von Regal Princess. Das ist, glaube ich, die Gesellschaft. Ja, und so ist das hier eigentlich auch jeden Tag in Kuşadası. Jeden Tag kommt ein neues Kreuzfahrtschiff. Und ja, die Leute, die da drauf sind, die gucken sich dann Kuşadası an, gehen über den Basar oder fahren vielleicht auch mal einen Tag nach Ephesus. Ephesus ist ja auch immer sehr, sehr schön und lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Wir selber waren gestern auch da. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier an der Promenade lang und gucken mal, dass wir irgendwie Richtung Basar kommen. So, wunderbarer Ausblick hier, Freunde. Einfach fantastisch. Guckt euch das an. Das ist der Wahnsinn. Am frühen Morgen hier schön durch Kuşadası zu laufen. Was kann es Schöneres geben? Ja, und unser Berg da vorne, der kommt auch immer näher. Es ist gar nicht mal so weit. Hier sind die Leute beim Frühsport. So muss das sein. Da unten angelt einer. Einfach herrlich. Bereits am Morgen eine Top-Location, wie ihr sehen könnt. Einfach genial mit dem Kreuzfahrtschiff hier vorne. Wunderschön. Ja, Freunde, und da wollen wir jetzt hoch. Da genau oben hoch. Ich bin mal gespannt, ob ich den Weg finde. Ich muss jetzt noch mal aufs Handy gucken. Ich hatte mir nämlich die Karte abfotografiert. Und dann schauen wir mal, ob wir da oben gleich irgendwie ankommen. So, hier ist noch mal das typische Wahrzeichen von Kuşadası. Wir gehen jetzt noch ein Stück hier an der Promenade lang und dann gucken wir mal, dass wir gleich Richtung Stadtkern kommen und dann irgendwo die Treppenstufen finden, die nach ganz oben führen. Wir sind jetzt mitten im Basar. Jetzt muss ich mal selber gucken, wie wir da am besten hinkommen. Ich glaube, das Beste wird sein, wir gehen einfach hier durch Richtung Hügel. Und der Hügel ist da. Also müssten wir da eigentlich auch ja, nach oben kommen. So Leute, ich habe den Aufgang gefunden. Hier geht es jetzt hoch. Diese Treppenstufen hoch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wir laufen hier mal vorsichtig hoch. Und dann müsste es oben irgendwo rechts gehen. Oh, guckt euch das an. Wahnsinn. Hier gehen wir jetzt mal hoch.
sieht echt aus wie in Rio hier vorne. Wahnsinn. Aber auch ganz schön anstrengend, hier diese ganzen Treppenstufen hochzulaufen. Oh ja. Ich glaube, ich werde schon begrüßt. Ist ja gut. Hauptsache keine Kangals hier. Sieht nicht gerade nett aus. Ich glaube, ich gehe hier mal schnell vorbei. Ja, ist ja gut. Ei. Leck mich. Oh. Alter Schwede. Eieiei. Oh, ich hab's geschafft. Ich bin oben, Freunde. So, ich musste mich erstmal ein bisschen sammeln. Es war nämlich ganz schön anstrengend, hier hochzulaufen. So, und ich hoffe, dass es hier irgendwo weitergeht. Aber das sieht gerade nicht so aus. Ich glaube, ja. Tatsache, hier geht's nicht weiter. Verdammt. Dann müssen wir hier vorne mal gucken, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Ich will natürlich nicht, dass ich diesen Weg jetzt hier komplett umsonst hochgekraxelt bin. Aber das sieht fast so aus. Ah ja, hier geht's weiter. Cooles Moped. Okay, also muss jetzt wohl irgendwo ein Weg schräg hier hochgehen. Und ich sehe ihn schon. Erstmal geht's nämlich runter, hier vorne. Und dann auf der anderen Seite wieder hoch Richtung Denkmal. Genau da muss ich jetzt runter und da drüben wieder hoch. So, von hier auch nochmal ein wunderbarer Blick auf das Kreuzfahrtschiff. Und jetzt geht's diese steinigen Treppen hier hoch. Ich hoffe mal, dass ich auf dem Weg hier zum Denkmal komme. Ah, hier sind jede Menge kleine, schöne Häuser. Guten Abend. Wenn Video ja Björn. YouTube. So. Jetzt geht's hier hoch. Die ersten. Der fragte mich gerade, mit wem ich rede. Ja, ich sag mit der Videokamera. Ich mache ein Video für YouTube. Ah so, okay. So, eieiei. Jetzt ist die Frage, wo muss ich jetzt lang? Links oder rechts? Ich glaube, ich bin richtig, wenn ich hier rechts gehe. Das Ganze hat hier wirklich schon so ein bisschen den Flair eines Ghettos. Muss man wirklich so sagen. Sehr viel Baustelle, sehr kaputte Straßen. Ah ja,
Und hier geht's weiter nach oben. Auch lustig, hier hängen einfach die Teppiche so. Gewaschene Teppiche. Überall hängen Socken und Schlüpper. Unglaublich. Nein, nein. Da weiß man, was man getan hat, wenn man hier oben ankommt. Ui, ui, ui. Oh. Oh mein Gott. Wahnsinn, der Ausblick. Aber verdammt anstrengend, Freunde. Ei, ei, ei. Uff. Es geht hoch und noch weiter hoch. Ui, ei, ei. Zugespachtelt. Überall Wäsche. Da unten der pure Luxus. Das Kreuzfahrtschiff. Oh weia. Hier geht es noch weiter rauf. Ich glaube, das wird unser Weg. Abi. Atatürk, Denkmal. Hier, Bruder? No. No? Yeah. Ja? Und dann so. Ah, tamam, teşekkürler. Okay, also hier geht's nicht hoch, sondern wir müssen da lang und dann links. Tamam abi, teşekkürler. Okay, dann habe ich mir wohl ein paar Stufen erspart. Diese Passagen an. Eine in grün, eine in blau. Das ist echt wunderschön hier. Ja, trotzdem hat dieses Ganze hier irgendwie ein Flair von Rio de Janeiro, finde ich. Nur, dass es wahrscheinlich nicht ganz so gefährlich ist. Wobei die Leute hier schon ziemlich böse gucken, wenn ich hier mit der Kamera durchlaufe. Ich bin mal gespannt, ob ich hier heile wieder rauskomme. Aber die Häuser hier oben scheinen tatsächlich auch nur für Einheimische zu sein. Guten Abend. Atatürk. Atatürk? Tamam. Teşekkürler. Okay, auf der Suche nach Atatürk gehen wir jetzt diese wunderbaren gelben Stufen hier hoch. So eine Terrasse hier reicht auch schon, ne? Mit Blick zu den Kreuzfahrtriesen. Oh. Aber man merkt, dass das Ganze hier wirklich sehr alt ist. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich lang muss. Links oder rechts? Ich glaube, ich gehe mal hier lang. Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Mal wieder ein ganz anderes Abenteuer, als man das sonst so kennt. Entschuldigt bitte, Freunde, aber ich bin ein bisschen außer Puste. Und hier haben wir, glaube ich, auch einen Hinweis. Hier geht's hoch zum Atatürk.
Und da hinten ist mein Hotel, ganz am anderen Ende. Ich habe jetzt mal kurz eine ganz kleine Pause gemacht, um überhaupt erstmal wieder Luft zu kriegen, Freunde. Weil das ist echt ganz schön anstrengend, hier hoch zu kraxeln. Die meisten, die fahren hier mit einem Dolmusch hoch oder mit einem Taxi. Aber dann sieht man natürlich nicht diese ganzen... Hier? Ah, tamam. Also der Weg führt nicht nach oben, sondern ich muss hier, sagt gerade ein netter Mann da drüben. Okay, dann müssen wir natürlich gut aufpassen, dass wir hier nicht runterrutschen. Okay. Ah, schön. Merhaba. Günaydın. Ben Alemanche, Düsseldorf. Sembeliorum Düsseldorf. Ja. Mit dem Hotel oder? Oder. Hotel, ja. Ben. Ja, Gidior hier. Epsi, ja. Oder Chip. Ah, hier. Und dann da. Tamam. Okay. Teşekkür ederim. Güle güle. İyi günler. So. Perfekt. Den Weg hätte ich jetzt ohne ihn nicht gefunden. Oh, guckt euch das an. Hier haben wir einen Blick auf die Vogelinsel und auf die Kreuzfahrtschiffe. Wahnsinn. Das ist ein toller Ausblick hier. So, jetzt bin ich fast oben. Hier sind noch ein paar Treppenstufen. Und da sind wir schon am Denkmal angekommen. Üsküllük ve bagin sizilik benim karakterimi dir. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall alle Ehre an Atatürk. Wir sind oben. Und die letzten Stufen, Freunde, die letzten Stufen. Und wir sind oben am Atatürk-Denkmal. Wahnsinn. Was für eine Kulisse. Nur leider bin ich jetzt vorm Atatürk und nicht dahinter, sodass wir den gar nicht so schön sehen können. Ich glaube, ich werde jetzt gleich nochmal hier unten die Kurve lang gehen. Und dann müssten wir das Denkmal eigentlich von hinten sehen können. Aber zieht euch mal diesen Blick hier über dieses fantastische Örtchen Kuşadası rein, ja. Ist einfach der Wahnsinn. Die Kreuzfahrtschiffe hier unten, der Bazar in den Berg gebaut, das Ghetto quasi hier oben, die Favelas. Obwohl, ich will nicht mal sagen, dass es ein richtiges Ghetto ist. Es ist einfach eine Wohnsiedlung für Einheimische, sagen wir mal so. Und eigentlich haben die hier oben natürlich den besten Blick. Ja? Nur sind die Wohnungen oder Wohnanlagen hier jetzt weniger luxuriös. Das kann man jetzt nicht mit Spanien vergleichen, wo man dann im Berg für so eine Villa 20 Millionen bezahlt oder so. Das hier ist wirklich, ja, das hat sowas, ja, einfach von Rio de Janeiro, finde ich. Ja? Und Atatürk ist in dem Fall, ja, die Statue, die über das Meer wacht, über den Berg guckt, über ganz Kuşadası guckt. Es ist einfach ein traumhafter Ausblick von hier oben. Und wie schön glatt das Meer heute Morgen ist, Freunde, das ist einfach ein Traum. Also ich kann nur jedes Mal sagen, ja, wer früh aufsteht und was unternimmt und rausgeht in die Natur, der wird auf jeden Fall nicht enttäuscht, Freunde. Also heute hat sich definitiv der Weg hierhin gelohnt und auch das frühe Aufstehen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dafür wird man hier mit so einem tollen Ausblick belohnt, das ist einfach, ja, fantastisch. Es gibt nichts Schöneres, Freunde. Das kann kein Kaffee der Welt kann das hier oben gerade ersetzen. Das ist einfach Wahnsinn. Einfach Wahnsinn.
So, hier geht jetzt noch mal so eine Kurve lang. Und ich glaube, ja, von hier haben wir schon mal einen kleinen Ausblick. Wenn wir jetzt hier um die Kurve gehen, dann müssten wir eigentlich am Hauptdenkmalplatz ankommen. Super klasse hier oben, wa? Ach, da geht einem doch das Herz auf, Freunde. Einfach gigantisch in dieser Morgenstimmung hier hoch zu wandern. Das goldene Denkmal im Sonnenaufgang strahlen zu sehen. Einfach der Hammer. Und hier Atatürk. Guckt euch diesen tollen Ausblick an. Zwei Kreuzfahrtschiffe sind im Hafen, einmal Princess Cruises und einmal die Viking. Viking ist deutlich kleiner, Princess Cruises fast doppelt so groß. Wahnsinn, was auf so einem Schiff alles los sein muss. Ja, hier unten sehen wir den Eingang, nämlich tatsächlich in den Bazar. Da kann man durchgehen, ja, bis zu dieser Schranke. Da geht es dann nur noch für Kreuzfahrtgäste weiter. Ja, und hier sieht man noch mal quasi die Favelas. Guckt euch das an, einfach so Holzpaletten oben drauf. Aber das sind alles ganz rustikale, einfach gebaute Steinhäuser hier. Ja? Das sieht man auch, wenn man sich die Eingänge anguckt. Das ist alles so, ja, nicht unbedingt gerade, ne? Hauptsache es hält. Einfach gigantisch und toll. Ich werde jetzt noch mal ein paar Fotos machen hier von dieser tollen Location. Die könnt ihr dann auf Instagram begutachten. Ich packe euch den Link gerne mal unten in die Beschreibung rein. Ja, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Abonniert auch den Kanal, wenn ihr noch mehr Reisevideos von mir sehen wollt. Und vor allem aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein neues Video mehr. Ja, und ich würde sagen, in diesem Sinne bin ich auch schon raus mit dem Video. Macht's alle gut. Wenn ihr schon mal hier oben gewesen seid oder sonst irgendwo in der Türkei gerne unterwegs seid, dann schreibt mir das natürlich gerne in die Kommentare. Ich freue mich da sehr drüber. Ja, und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als Hadi Gürdüşüz, İyi günler aus der wunderschönen Türkei. Macht's alle gut, bleibt alle gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao und peace out.